Kennen Sie das nicht auch? Vor Ihnen fährt eine Frau. Wir wollen heute zu mehr Rücksicht auf Frauen im Straßenverkehr aufrufen. Denn auch Frauen haben das Recht, am Straßenverkehr teilzunehmen. Die da zum Beispiel. Zu doof, die richtige Tanksäule zu finden. Na, rechts oder links? Wo ist der Tankdeckel? Frauen am Steuer sind ein Risiko, das man beachten sollte. Wahnsinn, oder? Aber schauen Sie mal wieder. Hier hält eine Plastikblende für einen Tankdeckel. Unter dieser Plastikabdeckung versteckt sich die Entlüftung des Turboladers. Der Tank befindet sich auf der anderen Seite. Eine Sache, die von Frauen oft verwechselt wird und in Smart-Werkstätten ein wohlbekanntes Problem darstellt. Entschuldigung, können Sie mir mal bitte helfen? Ich kriege den Tankdeckel nicht raus. Klar. Geht aber auch total schwer auf. Das hat bestimmt ein Mann erfunden. Genau. Dankeschön. Wird über die Öffnung Sprit eingefüllt, gelangt Treibstoff direkt in den Turbo und flutet ihn. Ein Motorschaden ist das Resultat. Bemerkt man den Fehler rechtzeitig, ist man immer noch mit 200 Euro für die Reinigung des Turboladers dabei. Beim neuen Smart wurde dieses Detail geändert. Der Turbo atmet jetzt durch eine Gitterlufthutze. Wie will die Alte wohl tanken, bis sie es merkt? Also ich kannte mal eine, die ist jetzt 220 Liter stutzig geworden. Wahnsinn. Wahnsinn. In Smart passen so 30, 33 Liter. Boah, über 100 Liter? Habe ich überhaupt so viel Geld dabei? Ich bezahle mal lieber, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ich hab Diesel gefahren, ich hab Diesel gefahren. Mist. Eigentlich müsste es Zapfanlagen speziell für Frauen geben.